Am 29. Februar, es war Samstag, sind wir im BBZ Biel und auch im ganzen Kanton als erste Institution gewesen, die infizierte Schülerin hat nachgewiesen. Dann sind wir mitten im Auge des Hurrikans. Das erste Mal ist der Kanton Bern, aber auch das BBZ Biel, konfrontiert worden mit dem Begriff Contact Tracing. An unserer Schule hat es gerade die schwierigste Klassenkonstellation getroffen. Einerseits hat es in dieser Klasse Praxislernende und andererseits Duale. Und gleichzeitig hat es in dieser Klasse drei verschiedene Berufe gehabt. Insgesamt 58 Lehrer, Lehrerinnen oder Schüler, Schülerinnen sind an diesem Wochenende in Quarantäne versetzt worden. Der Begriff war dann ganz neu gewesen. Von einem Tag auf den anderen hat schlussendlich nach dem Lockdown im BBZ Biel gegolten Fernunterricht und Homeoffice. Teams sei Dank, dem Programm Teams sei Dank, ein erster Realitätscheck ist dann gelungen. Ich sage absichtlich, es war nur ein erster, weil es ist technisch gelungen. Von einem Unterrichtskonzept waren wir meist noch weit entfernt. Wir alle hatten die Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und Unterrichtskonzepte auszuprobieren und anzuwenden. Die Lehrpersonen und die Mitarbeitenden, denen gehört mein riesiger Respekt, mein grosser Dank und meine hohe Anerkennung. Das war enorm, was sie dann alles geleistet haben. Die positiven Feedbacks aus den Lehrbetrieben haben den Lehrpersonen, aber auch der Leitung und allen, uns allen Kraft gegeben, den Schwung, den wir jetzt aufbauen können, weiterzutragen bis zu den Sommerferien. Die Pandemie hat uns alle mehr zusammengeschweißt, als wir gedacht haben und zu einer Einheit geformt. Entsprechend mit jeder Verbesserung der Corona-Situation im Sommer sind wir rasch und schrittweise zurück vom Fernunterricht in Präsenzunterricht gegangen. Heute können wir sagen, dass wir inzwischen alle verschiedenen Formen von Fernunterricht, teilweise im Fernunterricht, Hauptklassenunterricht bis zu Präsenzunterricht digital lösen können. Als lernende Organisation befinden wir uns jetzt mitten drin im Wissensaustausch. Wir alle haben enorme Erfahrungen gemacht, das Methodenrepertoire von uns allen ist enorm verstärkt worden und das BBZ ist eine innovative Partnerin in der beruflichen Grundbildung. In der urbanen Industrieregion Biel-Seeland und bietet Berufe an, die in ihrer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton ausgehandelt sind. Man merkt das an der sehr guten Vernetzung zu den Wirtschaftsverbänden, zu den Berufsverbänden und auch zu den abgebenden Schulen in unserer Region. Das BBZ hat strategische Anknüpfungspunkte zur Berufsbildung 2030. Wir sehen das zum Beispiel am breiten Angebot an Basisausbildungen in der TFS, an der Matching-Plattform Langzeitpraktikum an der TFS oder an den Austauschprojekten mit der ETH Zürich oder mit dem Zeitzentrum Grenchen. Das BBZ ist auch eine Partnerin mit aktueller Berufsbildung, eben Ort und Zeit ungebundenes Unterrichten, digital und analog, hat eine wirtschaftsfreundliche Haltung und ist in unserer Berufsbildungspartnerschaft nicht wegzudenken. Das BBZ mit Profil für erfolgreiche Integration in Theorie und in Praxis. Entsprechend von dem besonderen soziokulturellen Klima und von der Bevölkerungsstruktur, die in der Region Biel anzutreffen ist. Man sieht die Integrationsleistung vor allem auch im Brückenangebot, aber insbesondere in der Technischen Fachschule, wo sie nebst dem, als die Lernenden einen technischen Beruf lehren, gleichzeitig die Sprache und die Kultur von unserem Land mitbekommen. Das BBZ mit einem Profil für fächerübergreifendes, projektartiges Lernen. Sichtbar an den zahlreichen, spannenden Unterrichtsprojekten, die wir auf unserer neuen digitalen Plattform darstellen. Im Schaufenster, wo wir zeigen, was zum Beispiel Mediamatiker, aber auch andere Berufe an
wunderbaren Unterrichtsbeispiel abliefern. BBZ mit Profilindividualisierung. Sichtbar an den verschiedenen jahrgangsübergreifenden Klassen, also kleine Gruppen, und an den vielen Quereinsteigern, denen wir ermöglichen, dass sie einen beruflichen Abschluss machen können. Aber sicher, das BBZ Bio mit dem Profil Zweisprachigkeit und berufliche Mobilität. Soweit das für eine technische Berufsfachschule in unserer Region überhaupt möglich ist, mit dem aktuellen Bildungsangebot. Sichtbar ist das Profil an der mehrsprachigen Berufsmaturität 2 zum Beispiel, an der zweisprachigen Ausbildung in der Technischen Fachschule, an der zweisprachigen Ausbildungsgänge in der Abteilung berufliche Grundbildung, aber auch an der zweisprachigen Angebot an der Abteilung Brückenangebote. Jede von diesen vier Abteilungen vom BBZ Biel hat ein eigenständiges Profil bekommen und ist viel fokussierter als noch früher. Das BBZ ist heute eine lernende Organisation mit geklärten internen Prozessen und mit einem Generationenwechsel, der schon vollzogen ist. Die Lehrstellensituation wird noch länger angespannt bleiben, sagt Stefan Wolter. Er ist der bekannteste Schweizer Berufsbildungsforscher. Zu den bestehenden Herausforderungen, eben den strukturellen Wandel in der einzelnen Branche, kommt jetzt neu noch die Herausforderung von Covid-19 dazu. Ein Lehrbetrieb bildet aus zwei verschiedenen Motivationen Lernende aus. Entweder hat er Arbeit und braucht sie als Arbeitskraft, oder der Lehrbetrieb ist weitsichtig und tut sich damit Know-how und Fachkräfte für die Zukunft sichern. Hoffentlich ist das Zweite, das unsere Region Fuß fasst. Zum Beispiel in einer Rezession tut der Lehrbetrieb sich überlegen, ob er weniger ausbilden tut. Weil die Kosten und der Aufwand für einen Lehrling sind trotzdem da. Vom BBZ sagen wir entschieden, ja. Die Investition in die Jugend, das ist eine ganz wichtige Investition. Dort darf man nicht abbauen. Insbesondere auch zur Sicherstellung der Arbeitskräfte und der Zukunft. Das BBZ Biel hat seit 150 Jahren die Rolle in der Region wahrgenommen, um Arbeitskräfte, die es dann gerade gebraucht hat, in der konjunkturellen Entwicklung können helfen, sicherzustellen. In der Arbeitswelt wird neues Wissen generiert, es werden neue Tätigkeitsfelder aufgehen, es werden eventuell gar neue Berufe entstehen. Aber ganz pragmatisch kann man sagen, wir passen die heutigen Berufe an die neuen Bedürfnisse an. Das ist eine spannende, hervorragende Perspektive für das BBZ Bio. Ich verabschiede mich heute, weil ich pensioniert werde und bedanke mich bei allen, die ich mit mir durfte, den Weg teilen durfte. Ich bedanke mich aber auch bei allen, die ich durfte, mit meinen Visionen und mit meinem Füßsackli anstecken. Ich blicke dankbar zurück. Meiner Nachfolgerin und ihrem Team, dem bestehenden Team, wünsche ich viel Erfolg und ebenso viel Unterstützung, wie ich erfahren durfte. Es lebe das BBZ Bio, Einflüsse CFB.